Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Journeymans. Und nun geht es eben gegen Xamax in diesem Spiel. Da werden wir jetzt mit, haben wir gesagt, Markovic ist ja aktuell nur oben. Da muss dann Longo einspringen wieder. So und Soli, das stimmt. Kontrolliert spielen wir heute wieder. Okay, jetzt muss halt auch hier Guillerme wieder raus für Fidan. Oder nehmen wir Bellini? Wir nehmen Bellini mal mit. Dann sind wir mal gespannt, was wir so hinbekommen gegen Xamax zu Hause. Mit einer Niederlage oder einem Unentschieden haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. 9 Spiele schon ohne Sieg. Ballbesitz sieht mal gut aus. Wir spielen in Dunkelblau und Xamax in Hellblau. Bässe, Puyol, aber Wiele ist da zur Stelle. Sund verliert dann den Ball zu leichtfertig. Stefanovic. Aber dann über das Tor. Und das war es aktuell mit den Chancen. Wir noch mit keinem Schuss aufs Tor. Auch hier aktuell noch nicht. Atanasio Lisens Osmani. Yasuli wollte da geschickt werden. Kahn und Kahn mit dem Tor. Und das zählt auch. Kein Abseits. Da lassen wir uns zu einfach auskontern in der Innenverteidigung. Sind wir nicht zur Stelle, Kahn und dann Wiel. Weiß auch nicht genau, was der gemacht hat. Ein bisschen Breakdance im Tor. Wiel mit dem weiteren Abschlag. Kahn aber übers Tor diesmal. Aber wir aktuell immer noch mit keinem Schuss aufs Tor. Wir gehen mal auf sehr offensiv. Was haben wir schon zu verlieren? Coffee neben das Tor. Wir gehen mal in die Wechsel. Costa ist angeschlagen. Der spielt auf rechts. Dann kommt König da. Yasuli hat eine schlechte Note. Isufi. Atanasio. Dann ist es auch schon mal gemacht. Wiel mit der Balleroberung. Weiterer Abschlag auf Le Foll. Le Foll mit dem Tor. Da ist es 1 zu 1. Wir gehen auf. Und lassen. Nein, wir lassen es auf kontrolliert. Was für ein Ball von Wiel. Le Foll mit der sauberen Ballannahme und dann. Haute den Ball in die Maschen. Da loben wir die ganze Mannschaft einmal, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Krasic, Osmani, Sund, Cardamero. Kommt da nicht durch. Sund, Le Foll kommt nicht dran. Osmani. Weiter Ball zu keinem Mitspieler von uns. Oh, Glück gehabt hier in dieser Aktion. Ali, Wiel aber sicher. Sund verliert dann den Ball. Le Foll, Longo. Auf Sund. Sund. Le Foll. Le Foll mit dem zweiten Tor. Der Junge ist da. Der Junge ist da. Wir gehen auf sehr defensiv und sagen: Konzentration, Jungs. Sund sieht da in der Mitte Le Foll, der völlig frei haute den Ball in die Maschen. Sind das die ersten 3 Punkte wieder einmal? Nach 8 Spielen sieht es so aus. Es ist soweit. Wir holen wieder mal 3 Punkte. Ja, Soli, ganz schlechtes Spiel von ihm. Aber dafür ist Le Foll hier dran und haut uns hier zu diesem wichtigen Sieg.
und können somit halt wieder ein bisschen Abstand gewinnen zu den Abstiegsplätzen. Peter Costa für 3 bis 4 Spielen verletzt. König gibt sein Profidebüt. Hervorragende Leistung loben wir. Sehr sensationell. Argon Osmani. Was macht eigentlich Karnach? Die sind 9. aktuell. Und ich weiß nicht, ob wir das schon angeschaut haben. Die sind ja da ausgeschieden im Elfmeterschießen in der ersten Runde, Quali-Runde der Conference League. In dem Pokal sind sie gegen Medernach ausgeschieden. Sehr sensationell. Was für ein Comeback der Jungs. Kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse, kein Interesse. Also eine schlechte Verpflichtung. Jetzt geht es dann gegen Vaduz, die eine Unentschieden gegen Schaffhausen spielen. Also entweder ist sich jetzt Schaffhausen mal am Aufbauen oder Vaduz hat ein bisschen eine kleine Krise. Schließt in den Schiefbachkurs. Rosa halt immer noch. Interessiert ist Zeffi. Das wäre interessant. Berater nach Verfügbarkeiten können wir uns halt nicht leisten. Babel können wir uns auch nicht leisten. Auch den nicht. Jugendvertrag hat kein Interesse. Wir versuchen es trotzdem einmal. Nein, nicht möglich. Manuel Sommer wäre interessant gewesen. Moises will zu viel verdienen. Stella wäre interessiert. Carmona. Aber dann zu viel vom Transferbudget. Nein. Ach. Okay, der wäre extrem gut. Können wir aber eigentlich auch nicht brauchen. Ja, holen wir uns doch mal hier. So, das ist gut für 5.500. Kein Interesse, wäre aber interessant gewesen. Zweifelhaft. Aber will zu viel Transferbudget. Raffnason, können wir nun in die Verhandlungen gehen?
als Stammspieler? Nein. Gehalt wird deutlich erhöht. Was verdient er aktuell? 15.000. Achtung. Stammspiele, ja, dann geben wir ihm halt mal das Versprechen. Versuchen ihn mal für 10.000 zu holen. 10.000 noch Prämien. So, schauen wir mal. Der will die 23.000. Holen wir mal so. Und die Rückleihe nehmen wir mal an. Vielleicht können wir so nochmal den Transfer ein bisschen besser aufwerten. Nein, da gehe ich nicht ans Meeting, ist ja immer das Gleiche. Erste Anzeichen. Garay, aber eben müsste registriert werden. Nachwuchsspiele, will Schlüsselspieler sein. Dann sagen wir, wir scouten ihn einmal. Ach nein, dann geht es nicht. So, für ein Probetraining kommt er mal vorbei. So, Lausanne ist immer noch im Pokal drin. So sieht eigentlich nicht interessant. Könnte interessant sein, Axel Fink. Aber hat einfach hier keine guten Werte. Flügelspiele, auch nicht weit interessant. Mario hat einen Amateurvertrag. Somit schauen wir mal, ob sofort Schlüsselspiele nehmen wir mal so an. Jetzt haben wir natürlich keine Budgets mehr für einen anständigen Vertrag. Das ist natürlich wieder extrem genial. Schauen wir mal, ob er ein Probetraining bekommt. Der auch in ein Probetraining mal kommt. Gut, unser U18 hat deutlich gewonnen. Schauen wir mal, genehmigte Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Schauen wir mal noch. Okay, das können wir nicht abändern.
Lausanne gewinnt sogar noch gegen GC und steht nun sogar noch eine Runde weiter im Pokal. Das ist natürlich interessant. Wurde abgelehnt, wurde abgelehnt, wurde abgelehnt, wurde abgelehnt. Keine Suche, kein Ergebnis. Vaduz klarer Favorit. Mit dem Vorstand. Ja, verschieben wir mal. Vielleicht können wir noch etwas machen. Gut, Assistenztraining können wir erhöhen. Derzeit nicht möglich. Haben wir schon versucht. Moritz Bender kann auch mal bleiben. Arthur. Krache. Afra. Oh. Oh. Aber der hat kein Interesse. Nicht EU-Spieler, aber ein Eigengewächs. Das sind ja die Spiele, die wir schon gesehen haben und eigentlich immer noch interessant bleiben. Dann schauen wir noch schnell. Für ein Assistenztrainer. So, der würde für diesen Betrag kommen. Wäre halt professionell, hat eine Pro-Lizenz 20, Motivation 17, Nachwuchs. Extrem stark, Führungsqualität. Gute Trainingswerte eigentlich. Und wir versuchen noch. Was versuchte ich noch? Fidan kommt mal in die erste Mannschaft und wird dann Guillaume hier ersetzen. Und was müssen wir noch ersetzen? Gerpel kommt auch mal noch hoch. Dann nehmen wir Longo mal noch mit. Okay, das funktioniert nicht. Aber wir lassen Longo mal hoch. Nehmen mal die weg. Le Foll wird mal spielen. Dann kommt Correa mal noch weg. Markovic noch weg. Mijatovic noch weg. Okay, dann können wir hier mal noch versuchen, wieder mit Correa.
Isufi. Dann versuche es mal mit Salkic. Okay, das würde nicht funktionieren. Gäbe funktioniert. Dann noch die linke Seite. Mijatovic. Funktioniert auch noch. Dann im Zentrum suchen wir es mit Markovic. Das funktioniert auch noch. Und mit Longo. Das funktioniert auch. Dann noch mit König Ote. Doch, wir suchen es mit König. König kann nicht mehr. Okay, das lassen wir dann so. Wenn wir hier Sal Kitsch reinnehmen, das geht nicht. Dann wieder König. Okay, das geht nicht. Dann nehmen wir ihn raus. Salkic Gerb kommt da wieder rein. Dann haben wir so wieder unsere Mannschaft. Und Le Foll kommt nach dem letzten Spiel, kommt er zu uns. Das passt, das passt, das passt. Das ist gut. Gut. So, dann gehen wir ins Auswärtsspiel gegen Vaduz. Und schauen mal, was so geht. Ich bin wieder auf kontrolliert. Aber diesmal mit Le Foll im Sturm, direkt von Anfang an. Hat Schnee auf dem Spielfeld. So, also 20 Minuten gespielt, noch keine große nennenswerte Möglichkeit. Wir schon mit zwei Schüssen, einen ging aufs Tor, einen neben das Tor. Faduz macht es nun gleich. So, dann geht es nun in die Pause. Mit dem Unentschieden wäre ich aktuell zufrieden. Sechzig Minuten gespielt, wirklich immer noch keine großen nennenswerte Aktionen. Correira, Tanasio für Isufi. Le Foll jetzt mal raus. Und dann schauen wir mal. Matoschi hat nicht so gut gespielt. Dann kommt Markovic. Der trainiert das ja. So, Szemajli, Gecay, Kiesling, Markovic auf Jasuli. Ah, oh, Jasuli hätte die Möglichkeit gehabt, hier uns zur Führung zu schießen. Aber leider verschießt er hier. Dies wäre drei wichtige Punkte gewesen. Wir fordern mal noch mehr in den letzten fünf regulären Spielminuten. 3 Minuten gibt es obendrauf. Wir holen glücklich einen Punkt. Das ist wenigstens schon mal etwas. Somit sind wir aktuell 8 Punkte auf Schaffhausen vor.
Gut, Soriano feiert Debüt, da sich ja das letzte Mal noch verletzt hat und somit noch nicht eingesetzt werden konnte. Gehalt eines Tages, akzeptiert Strafe, okay. Wir können immer noch Erste werden. Aktuell ist noch nichts entschieden. Und jetzt spielen wir dann gegen Schaffhausen. Ein sehr wichtiges Spiel. Aber vorher gibt es noch das Transferfenster, das endet. Katamone unter Druck. Dann können wir die Form kritisieren. Wagner kommt als Assistenztrainer. Das ist auch schon mal wieder gut. So können wir unsere Arbeitsaufgaben besser verteilen. Martins hat aber kein Interesse. Campi hat auch kein Interesse. So, dann gehen wir noch schnell ins Training. Weisen hier die Trainer neu zu. Intensität auf Physio-Level setzen. Dann sagen wir hier mal noch Schützen anpassen, Vertrag anbieten. Bis 29, das heißt erst nächste Saison, Lizenz. Lassen wir, Matoschi lassen wir. Gut, dann bei der U18. Gut, das ist auch mal in Ordnung. Nein, nicht Trainingsgruppen. Mentoring können wir noch machen, beziehungsweise geht ja eben nicht. So. Und Ombala macht einen kompromisslosen Außenverteidiger hier. Kompromisslosen Innenverteidiger verteidigen. Samba, Flügelspieler angreifen. Flügelspieler angreifen, Stoßstürmer angreifen und Stoßstürmer angreifen. Also Vertrag anbieten. Aber kann eben nicht direkt spielen, darum würde ich sagen, in den Nein. Ohne Vertrag auf der rechten Seite. Stammspiele. Okay, nein, wir haben ja kein Geld mehr.
So, dann schauen wir nochmal, ob es noch irgendwelche wichtigen Transfers gibt von unserer Seite. Dann werde ich diese Folge auch wieder beenden. Anmeldezeitraum, Autoauswahl. Dann haben wir Samba jetzt noch registriert. Und Kaslei so registriert. Das ist okay. Okay, dieser Transfer wurde abgesagt. Okay. Behalten wir mal, behalten wir mal, behalten wir mal. Behalten wir mal nicht. Behalten wir mal nicht. Okay. Karagülle von Augsburg zu Sion. Darcy Turner von Utrecht zu IB. Und in der Challenge League Lorenzo Russo von Sion zu Thun. Und am Deadline dann Xavier Funes von Lausanne zu GC. Und damit beende ich auch diese Folge. Ich hoffe, es hat sie euch wieder gefallen. Ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis dann!